take a trip to my. Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute ist Montag, das heißt, es gibt wieder Upgrade-Time. Und heute eine 80-Plus-Upgrade-SBC und eine 84-Plus-Doppel-Upgrade-SBC. Beide schauen wir uns an, stellen uns die Frage, Top oder Flop. Ja, das Ganze werden wir auf jeden Fall heute beantworten. Geht in mehrere von diesen Upgrades rein. Es lohnt sich also, bis zum Ende dran zu bleiben. Bevor wir reinstarten in das Ganze, würde ich kurz erinnern an euch. Ihr könnt kurz Liebe da lassen. Nehmt euch gerne kurz eine Sekunde Zeit. Daumen nach oben, da lassen wir extrem nice. 500 Likes. Auch heute wird das Like-Ziel. Falls ihr komplett neu seid, solltet überlegt gerne kostenlos die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr keinen weiteren Upload. Heute Doppel-Upload gewesen. Heute Mittag sind meine Foot Champs Rewards online gegangen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, ich packe euch das nachher in die Endcard. Ich sag nur 500k an Coins gewinnen. Also, das erstmal kurz dazu, Freunde. Und ja, wie gesagt, natürlich gerne auch für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen. Wir halten also fest, ich hatte auf jeden Fall heute ordentlich Packluck schon in meinen Foot Champs Rewards. Wie gesagt, packe ich euch nachher in die Endcard oder ihr findet es natürlich auf dem Channel von heute Mittag um 12 Uhr online gegangen. Und wenn ihr Bock habt, das ist aber grundsätzlich die Frage, auch direkt heute im Abendvideo heute nochmal, dann kann ich natürlich gerne jeden Montag hier auf dem Hauptkanal meine Foot Champs Rewards online stellen um 12 Uhr mittags. Wenn ihr darauf Bock haben solltet, lasst mir das gerne mal in den Kommentaren wissen, dann gehen wir einfach jede Woche rein in meine Weekend League Rewards. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, starten wir rein in den Montag-Content, Freunde, mit der 80-Plus als auch mit der 84-Plus Doppel-Upgrade-SBC. Ja, und da haben wir zum einen die 80-Plus-Upgrade-SBC, die unendlich wiederholbar am Start ist, und zum anderen die 84-Plus-Doppel-Upgrade-SBC. Ich weiß nicht, was in EA gefahren ist und was da los ist bei EA. 84-Plus-Doppel-Upgrade, Freunde, ist einmal wiederholbar. Ihr seht's, repeatable in 2 Tagen, ja, wiederholt sich das Ganze und eben läuft in 3 Tagen insgesamt ab. Also keine unendlich wiederholbare Geschichte, aber... Das ist für mich das große Aber bei der ganzen Geschichte. Was müssen wir hier zur Hölle bitte abgeben? Es ist ein 85er gerateter Squad. Könnt ihr euch das vorstellen? 85er Greater Squad will EA dafür, dass wir im Worst Case 2 84er aus dem Pack ziehen. Das kannst du im Endeffekt keinen erzählen. Ich verstehe da EA 0,0. Lasst mich gerne wissen, seid ihr da reingegangen in die 84-Plus Upgrade SBC oder nicht? Bin da gespannt auf eure Meinung. Vielleicht gehen wir gleich rein in welche aus der Community. Vielleicht aber auch nicht, weil sie vielleicht auch genau das Gleiche denken. Ich glaube nicht, dass ich damit der Einzige bin mit der Meinung, 84x2er-Pack, dafür ein 85er Golden Squad abgeben. Da fehlt für mich wieder, und da sind wir bei dem gestrigen Thema, was wir gestern auch schon aufgegriffen haben, ob es bei der Beckham SBC gewesen ist oder, da fehlt für mich einfach die Verhältnismäßigkeit vorne und hinten. Worüber ich mich heute freue, das ist die 80-Plus-Player-Pick. Player-Pick sage ich schon. Upgrade SBC. Player Pick wäre auch nett, aber wir haben ja die letzten 2 Wochen eine 78 Plus Upgrade SBC gehabt. Die haben wir jetzt zum Glück nicht mehr am Start. Hätte mich auch sehr gewundert. Jetzt haben wir eine 80 Plus Upgrade SBC. Die ist unendlich wiederholbar. Sehr nice. Für 3 Tage da. Und guckt euch jetzt mal an, was wir abgeben müssen. Wir müssen tatsächlich nur, ich habe da schon mal was ready gemacht sozusagen, genau Goldspieler abgeben. Anzahl Spielerteams sind nur 6 und einer davon von den goldenen 6 Spielern muss selten sein. Da geht natürlich untradable niedrig hoch rein und gibt alle eure untradable Goldspieler da auf jeden Fall rein. Und ich sag mal so, ich mache lieber 5-mal, 10-mal, 15-mal, 20-mal oder gerne auch mehrfach diese SBC und verzichte dann auf die 84 Plus Upgrade SBC. Es sei denn, ich würde sagen, das sagen wir jetzt direkt mal, bevor wir in die nächsten Packs gehen. Ich habe schon 4 ready gemacht, Freunde. Hier holen wir uns jetzt gemeinsam das 5. Mal ab. Ich würde sagen, wenn wir aus den 5 Packs hier jetzt heute einen High-High-Rated Duplikat ziehen sollten, dann gehen wir rein in die 84-Plus Doppel-Upgrade SBC. Okay, das ist, glaube ich, der Deal der ganzen Geschichte. Das ist auf jeden Fall die neuen Upgrades für heute. In den Zielen, da brauchen wir gar nicht hinspringen. Da gibt es nada niente. Da gibt es nichts, was wir uns holen können, wollen, wie auch immer wir es nennen wollen. Da gibt es heute nichts Neues an diesem Montag. Aber auch das ist jetzt, sag ich mal, nichts vor Wunder. Oder was jemanden, ja, überrascht an einem Montag, ja. Starten wir rein mit den 5 Stück hier. Wie gesagt, 5 habe ich ready gemacht, Freunde. Das 5. haben wir gerade gemeinsam abgeholt. Let's go. Komm, ey. Einfach let's go. Mehr brauche ich nicht sagen. Argentinien, Stürmer. Und wir starten mit einem Argentinien, Stürmer. Ach so, Korea, natürlich. Ich will ganz ehrlich, für eine 82er Graded Karte mit 85 Tempo so rum. Der sieht gar nicht so schlecht für eine 82er geratete Karte aus, ne? Mit seinen 4-Star. Also für den Anfang-Squad
wäre der auf jeden Fall definitiv was gewesen. Next one, Pack Nummer 2 von 5, Mexiko, ZDM und West Ham United. Und wir sind bei einem Alvarez, der nicht zum BVB gewechselt ist oder zu sonst wem. Nehmen wir auch mit rein in den Verein. Pack Nummer 3 von 5. Komm hier, mach den Gönnermodus an. So wie heute Morgen natürlich. Sehr, sehr gerne wieder. Oh, der dürfte Duplikat sein, Ay Calabria. Und das ist er auch. Und ich glaube auch Untrade. Das heißt, wir diskarden ihn kurz und machen weiter mit den nächsten zwei Packs. Und da machen wir auch das Preview-Pack auf. Cormier. Nope, hier schon mal nix. Die Frau darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber gutes Rating. 84er Torhüter nehmen wir gerne mit. Und dann das fünfte. Kein Road to the Knockout. Polen, ZM. Und wir sind bei einer Frau. Ja. Pawolek. Hey, sieht auch relativ allroundermäßig aus. Aber hat kein Tempo. Hat kein Tempo am Start. Rein mit dir in den Verein. Da gucken wir kurz, ob das Preview Pack auch schon da ist. Packsmäßig. Klassische Packs. Jawohl. Preview Pack ist da. Und gönnt Spain Linksverteidiger. Hat es auch 82er, ne? Oder irgendwas mit 80? Doch, 82 war K.O. Ja, können wir aber tatsächlich links liegen lassen. So, machen wir kurz weiter, und zwar bei Footbin, Freunde. Da für euch nochmal kurz der Überblick. Wie sieht's aus, SPC-Content-mäßig? Wir sind also bei zwei SPCs, bei der 80-Plus-Upgrade-SPCJ an diesem Montag und der 84-Doppel-Upgrade-Geschichte kommt hier auch sehr, sehr negativ an. Roundabout 35.000 Münzen müssen wir dafür ausgeben. Wie gesagt, meiner Meinung nach, die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht. Klar, man kann reingehen, ja. Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn ihr da natürlich zwei Road-to-the-Knockout-Karten zieht, die teurer sind als 34k, kann man sagen, hey, das ist eine Top-SPC. Aber wir bewerten das ja jetzt im Vorhinein, ja. Und da muss man einfach sagen, die Verhältnismäßigkeit stimmt meiner Meinung nach da einfach nicht. Was für mich wirklich 100% top ist, ist diese 80-Plus-Upgrade-SPC. Damit kannst du nichts falsch machen, gibst 6 Goldkarten ab. 80-Plus ist schon ein gutes Rating, wo du viele, die da drunter eben liegen, schön ausschließt. Klar, man kann es auch wieder sagen, geht man eher in die Gold-Upgrade-SPC, gibt 5 mehr an Goldkarten ab, dafür aber keinen seltenen und holt sich ein Doppel-Gold-Upgrade-Pack sozusagen. Auch das wieder eine Option, aber ich finde auf jeden Fall eine 80-Plus-Upgrade-SPC not bad, sehr, sehr gut auf jeden Fall das Ganze gepriced. Und insofern gehen wir rein in die Community-Packs, mal schauen, was dabei rumkommt bei den nächsten Upgrade-Packs. Also, let's go und rein da. So, Freunde, da geht es weiter. 80-Plus seltene Profi-Packs am Start. Genauer gesagt, 15 Stücks hier auf dem Account am Start. Und ja, wir fangen an mit Spain, gleich Paint, Fragezeichen. Ja, das sieht so oder so ähnlich aus. Aber 80-Plus-Upgrade-SPC ist auf jeden Fall nach wie vor wild. Next one. Ja, da ist einer. Road to the Knockout. Portugal. IV. Pepe ist am Start. Let's go. Aus dem 80-Pluser, Freunde. Sehr, sehr geil. Let's go. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht am Start. Jawohl, so muss es doch sein. So, Freunde, das waren von den ersten 15 Stück das Beste vom Besten. Jetzt geht's weiter mit 14 Packs. Schauen wir da mal rein, was da jetzt drin ist. Und wir haben am Start Torwart. Direkt Courtois? Geh mir doch weg. Freunde, was ist das für ein Start? 90er Courtois direkt hier auf dem Account. Mega nice, mega nice. Nächsten 13 Packs können besser? Fragezeichen sein. Ja, und das sind die 80-Plus Upgrade Packs. Die Frage jetzt eben im Raum, hat es sich gelohnt oder nicht? Wir haben weit über 30 Packs geöffnet. Lasst mich gerne mal eure Erfahrung wissen in Bezug auf 80-Plus Upgrade Packs. Top oder eher Flop? Und vor allen Dingen seid ihr reingegangen in die 84-Plus Doppel Upgrade SBC. Was ich euch aber jetzt wärmstens auf jeden Fall empfehlen kann, ist hier dieses Video, Freunde. Da könnt ihr reingehen, denn da sind meine Full Chance Rewards und die waren unfassbar gut. Kein Wort habe ich gefunden, was das zusammenfasst, was da passiert ist heute Morgen. Unfassbar. Ich bin froh, dass ich es aufgenommen habe, sonst hätte mir definitiv keiner geglaubt. Wenn ihr es also noch nicht gesehen habt, lasst gerne Liebe da auf dem Video jetzt hier. Viel Spaß dabei und ja, lasst Liebe da, kann ich nur sagen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis morgen, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.